Herzlich willkommen bei Peru Place, ich bin der Peru. Hallo mal wieder und ich sage gleich zum Anfang natürlich Danke allen, die mich supporten mit einem netten Like, Follow oder sogar Abo auf YouTube, auf Twitch, auf Kick und seit neuestem auch auf Facebook auf meiner Seite Peru4171 und natürlich besonderen Dank an meine YouTube-Mitglieder wie zum Beispiel Michat1307. Wer mich auch ein bisschen unterstützen will, bitteschön, ne, ihr könnt mich unterstützen mit einer kleinen Spende bei Tippi oder mit einem Kauf bei Instant Gaming. Bei meinem Partner kriegt der PC und Konsolenspiele bis zu 90% günstiger und auch Aufladekarten gibt es da mit Rabatt. Schaut mal rein, Beschreibung ist in der Videobeschreibung. So, und damit geht's ab ins Video. Viel Spaß! Und schwupp, sind wir schon wieder zurück in Saltham in Generation Zero und damit herzlich willkommen nochmal bei Peru Plays. Ja, viele von euch hatten gefragt, geht es weiter mit Generation Zero und wann geht es weiter? Genau jetzt. Ne? Also ich versuche das immer regelmäßig zu bringen, die Folgen. Ab und zu kommt mal was dazwischen, wie zum Beispiel neue Games oder irgendwas anderes. Ich produziere eine andere Folge gerade vor. Seht es mir nach, wenn es mal bei dem einen oder anderen Projekt, ja, den einen oder anderen Tag mehr dauern kann. Ich tue, was ich kann, aber vergesst bitte nicht, Leute, ich bin noch nebenbei berufstätig, ne? Wir können es natürlich anders machen. Ich mache das hauptberuflich, ne? Da müsst ihr aber ein bisschen mehr machen, ne? Also ansonsten, wie gesagt, ich tue, was ich kann, was in meiner Zeit möglich ist, ne? Und ja, ich gebe mein Bestes. So, wir sind in Saltham, immer noch im Bunker. Und wir sollen finden die Kommandozentrale des Bunkers. Jetzt schauen wir uns mal um, ob wir das finden. Ich frage mich, wo die sein soll, weil da geht es, glaube ich, schon wieder raus, ne? Oder? Der wieder dunkel wie im Katzenhintern hier. Was soll denn das? Ja, da geht schon wieder raus. Falscher Weg. Hm. Oh ja, ich liebe Labyrinthe. Ist... Was? Fräulein Bikey? Das Ding hat einen Namen? Im Ernst? Therese, 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 du bist mir einer. Ja, Kommandozentrale des Bunkers. War das nicht hier Dingens? Warte mal, da war die Energieversorgung, wollte ich gerade sagen. Therese, altes Haus. Da ist sie doch. Ist das hier nicht die Kommandozentrale? Schatzi, kannst du mir mal einen Tipp geben? Mädel ist schon wieder beschäftigt hier. Na gut. Ihr seht mich jetzt dann doch jetzt ein bisschen verwirrt, weil hier ist ja nicht so viel. Also jetzt nicht so viel, um sich zu verlaufen, jetzt groß hier, ne? Alter, das ist laut hier. Ich mach mal die Tür zu. Habe ich hier irgendeine Tür übersehen? Machen wir mal schnell Rundumgang hier. Beziehungsweise, ich bin ja doof, wir können ja eigentlich gerade mal auf die Karte gucken. So, da ist Saltham. Da sind wir. Da gibt's nichts anderes. Unterschlupf, genau. Lagerstation, Kleidungsfertigungsstation, Verbrauchsgüter- und Recyclingstation, Fahrzeugstation, Begleiterstation. Alle da. Ja, nee, woanders sollen und müssen wir gar nicht hin. Ihr seht mich verwirrt. Es gibt ja jetzt hier nicht so viele Wege. Kann mal jemand das Navi einschalten, bitte?
Also jetzt werde ich ja vogelverrückt hier. Irgendwo muss es doch einen Zugang geben, Freunde. Hier ist gar nichts. Und außerdem ist es zu laut. Hier machen wir mal die Putze dicht. Ist ja schön, dass wir Strom haben, aber muss das so laut sein? Keine weiteren Türen. Ich habe nichts übersehen. So what? Es kann nur hier draußen sein. Irgendwie noch eine Seitentür, die wir vergessen haben oder übersehen haben. Ich sehe da nichts. Es sei denn, die Zentrale ist gar nicht hier unten. Wir haben hier ein Ziel. Das ist rot markiert. Da ist das ganz. Ja, da kann ich natürlich lange suchen. Da haben wir eine Reise vor uns. Okay. Bedrohungslevel 3, Bedrohungspunkte 523. Ja, läuft, ne? Wird mein Tag. Ich habe übrigens in der Versorgungskiste noch ein paar sehr leckere Waffen gefunden. Ich hoffe, dass wir dafür auch noch Munition finden. Oh, diese Flievertüts hasse ich ja, ne? Tschüss. Ich hoffe, der Kollege hat ein paar Ersatzteile für mich. Stahl, na gut, das kann man immer gebrauchen. Ich muss mich auch mehr, muss ich ehrlich gestehen, mit den Werkbänken auseinandersetzen. Dass wir uns da ein bisschen was bauen, ergänzen. Leer. Mist. Licht. Nee, alles nichts für Was ist das da? Ach so, das ist der Benzintank, den brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, damit kann ich euch totschmeißen, Freunde. Das brauche ich nun wirklich nicht. So, ich werde mal versuchen, das Krisengebiet hier taktisch zu umgehen. Mal sehen, wie gut das klappt. Heißt, heute wird mal ein bisschen geklettert hier auch. Da ist noch ein Fahrzeug. Ach so, was ich sagen wollte. Ja, ich habe noch ein bisschen Frosch im Hals. Das ist für mich noch früher morgen. Ja, Waffen habe ich noch gefunden. Und zwar hier die wunderbare Fernkampfwaffe mit 5,56 mm, das Sturmgewehr N16. Und eine sehr händische, stylische, zack, 9mm VM. Ja, ich brauche nur noch Munition dafür. War ich hier schon? Alter, hier war ich schon. Also, wo hatten wir denn das letzte Mal gespeichert?
Ich meine, gut, wir müssen es so eh nehmen, wie es ist, ne? Wie es kommt. Aber ich habe gerade ein Déjà-vu. Da liegt was auf der Rückwärtssitzbank. Auch schon geplündert. Shit. Na komm mal rauf hier. Scheine ich hier allein zu sein. Ich hoffe es jedenfalls. Ich war hier schon, verdammte Axt. Okay. Dann gehen wir auch weiter. Aber da hinten in dem Kapuff, da bin ich mir ziemlich sicher, da waren wir noch nicht. So kleine Sachen übersieht der Papa gerne mal. Ja, zum Beispiel den hier. Hallo? Wieso kann ich den nicht aufnehmen? Oh, da hebt sich das obere Teil vorsorglich schon mal selbst an. Das finde ich sehr nett. Dankeschön. Da haben wir noch eine Kiste. Munition wäre mir eigentlich fast lieber, aber man nimmt, was man kriegt, nicht wahr? Ah, ist das schön, die Sonne geht wieder auf. Das ist mir gleich sympathischer. Bisschen bessere Übersicht hier über das Gebiet. So, lass uns mal ganz kurz gucken. Ja, das wird ein Weg hier, ne? Also da werden wir ein bisschen unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt so schlau ist, direkt an der Küste lang zu laufen. Ich bleib mal lieber hier so ein bisschen im geschützten, bewaldeten Bereich. Boah, das matscht so schön, ne? Ist alles so schön feucht hier. Tolle Suppe. Ist das der Flieger, den wir letztes Mal untersucht haben? Oh. Wahrscheinlich eher nicht, weil da haben wir nämlich schon alles weggepustet gehabt eigentlich. Jo. War da noch einer? Noch jemand? Tatsächlich. Mist, komm, lad nach. Schneller. Reicht schon wieder. Das sollte es gewesen sein, oder? Dann ist das noch ein weiterer Flieger, der runtergekommen ist. Dann schauen wir da gleich mal, ob wir da was abgreifen können. Erstmal werden wir natürlich den Kollegen hier plündern, ne? Ist klar. Alter, hier hat es aber gekokelt. So, was haben wir denn hier? Ah, 243 Vollmantelmunition. Genau mein Geschmack, Freunde. Dankeschön. So. Da mit den Kameraden. Vogeldunst, kleine Brennstoffzelle. So, wo sind jetzt die Trümmer von dem Speer? Den hat es einfach in der Luft zerlegt oder was ist hier los? Kollege, du sahst schon mal gesünder aus. Rest in Pieces. Da ist er. Stahl und eine kleine EMP-Zelle. Na gut, kann man bestimmt gebrauchen. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass wir jetzt aus dem Flugzeug vielleicht noch was ziehen können, was wir gebrauchen können. Naja, okay. So, ich habe jetzt gesehen an einer Werkzeugbank, wir brauchen tatsächlich für das eine oder andere, sogar für Kleidung zum Teil, Holz. Das heißt, ich werde das jetzt ab und zu mal mitsammeln. Wie gesagt, ich will mich jetzt auch ein bisschen mehr um die Selbstversorgung bemühen. Also Herstellung. Ne?
Ah, schön ist es schon, ne? Ich fühle mich schon so ein bisschen wie bei Call of the Wild, ne? Aber wie gesagt, Avalon Studios und ihre Landschaften, ne? Das ist, man sieht es, wenn man sich in der Avalon-Landschaft bewegt. So, sind wir hier schon drumrum ums Wasser? Ja. Weg. Ich wollte schon gerade sagen, ist das Wasser oder das Rauschen einer Maschine? Ist ja hier alles mit. Da hat er mir eben gerade was angezeigt. Vorsicht. Mach keinen Cheat hier. Noch am Brennen tun hier das Ganze. Das sind mehrere. Ist die Frage, umgehe ich sie? Oder baller ich sie weg? Es kommt natürlich darauf an, wie viele es sind. Wir riskieren es mal. Ich sehe noch nicht genug von dem anderen, der hier auf mich rumballert. Aber da ist noch einer, oder? Alter, wo sind die? Wunderschöne Entdeckung hier, die Freunde. Alter, was mache ich hier? Oh, das ist ein größerer. Fuck. Oh, shit. Houston, wir haben ein Problem. Alter, wo ist meine Dreckswaffe? Himmel, Herrgott. Jetzt habe ich schon alles sortiert, das bringt immer noch nichts. So, das Schlimmste haben wir schon mal hinter uns. Wow, 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 wow! Willst du mich verarschen? Jetzt reicht's ja aber auch mal. So, das war unser erster größerer. Jetzt müssen wir aber auch ganz schnell sehen, dass wir hier uns versorgen, bevor wir hier unseren Loot einsammeln. Alter, was habe ich denn mir hier wegsortiert, sag mal? Ich kann hier durchknipsen ohne Ende. Das ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Anyway, wir werden uns jetzt mal hier Dingens zu Gemüte führen, unseren Loot. So, jetzt haben wir das erste Mal so einen größeren Kameraden flach gelegt. Mal sehen, was der für uns hat. Schalldämpfer für Sturmgewehre, jawohl. Ein Fest. Guck mal, was ich hier alles mitschleppe, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, ich muss mal demnächst wieder umsortieren.
So. Also Feuerwerkskörper, da kann ich euch mit tot werfen. Die könnt ihr jetzt mal langsam behalten. Ja, noch mehr. Komme ich da ran? Yes, sir. Da hat sich doch die Mühe gelohnt, würde ich doch mal sagen, oder? Waren gut bewacht, die Kisten hier. So. Hüppen wir mal kurz in den Truck, mal sehen, ob wir... Hallo? Kann ich nicht reinhüppen? Egal. Sprengstoff, Vollmantel, Munition. Dankeschön. Das Haus dankt. Oh, da ist ein Polizeiwagen. Da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warte mal. Ja, ziemlich kaputt, die Lady. Tut mir leid. Was haben wir hier? Brandbeschleuniger. Ich würde gerne natürlich für mein neues Sturmgewehr Munition haben. Ich fürchte, das muss ich später selber erstmal mir zusammenschnitzen. Ja. Da habe ich noch nicht. Schade. Haben wir für den Revolver schon was? Ja. Okay. So viel zu tun. Wir halten uns erstmal an die Hauptstory. Wir werden aber mal in einer Extra-Folge uns mehr beschäftigen mit... Was ist denn jetzt passiert? Habe ich mich jetzt verlatscht gerade eben, oder was? Warte mal. Habe ich so einen langen Bogen gemacht? Ach du lieber Himmel. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, beim Sabbeln, ne? Aber ist ja schön, ne? Man sieht ein bisschen Natur, ein bisschen Roboter, kämpft ein bisschen. Nee, aber der Umweg fehlt mit dem Loot eben, der hat sich ja gelohnt. Also insofern will ich mich gar nicht beschweren. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, wir haben gestern am Sonntag Premiere, am Montag, Entschuldigung, da hatten wir das erste Mal unser Multistream auch erstmals mit auf Facebook, also auf meiner Facebook-Seite. Ne, also Peru 4171, ich blende es für euch nochmal ein. Ja, da könnt ihr jetzt die Livestreams auch mitverfolgen, je nachdem, wie ihr lustig seid. Ne, würde mich freuen, wenn der ein oder andere da mal reinschaut, so ab und zu mal News und sowas, packe ich da auch mal rein. Ja, das nur mal so ganz nebenbei. Wo wir gerade so unterwegs sind, da kann man ja ein bisschen sabbeln mal, ne? So, Déjà-vu Teil 2. Sag mal, hat der nach der letzten Episode hier nicht abgespeichert, der Kollege? Hier waren wir doch schon mal, nicht wahr? Naja, egal, wir müssen ja irgendwie weiter. Und wenn das heißt, nochmal. Alter! Der bewegt sich so schnell, der Idiot. Ich hoffe, der hat nicht schon Verstärkung geholt. Hier ist der nächste Pappkamerad. Oder war das noch dasselbe? Junge! Ja, schade, die Speer, die haben immer nicht viel dabei, ne? Das ist, gute Stahlquelle, das war's aber auch schon. Ja, toll. Wie Sie sehen nichts. Gut, schauen wir mal hier rein. Kann ich hier rein? Irgendwo? Nö. Okay. Steht das Ding hier im Weg?
Ja, hier waren wir letztes Mal, oder? Freunde. Dann hat er falsch gespeichert. Nicht gespeichert. Sorry, Freunde, aber ne, naja. Immerhin, ne, beim ersten Durchlauf haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht diese Fahrzeuge entdeckt, die dann doch wirklich guten Loot dabei hatten. Komm hoch da. Ist denn das die Möglichkeit? So. Freunde. So, Sprengstoff. Teilweise Munition. Sehr gut, sehr gut. Hier mit Fahrradverleih. Sehr schön. Was ich jetzt aber in diesem Moment mit dem Fahrrad soll, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, Schloss haben wir geknackt. Das finde ich gut. Man sieht, wir waren schon da, ne? Wir waren schon da. Ja. Dann müsste aber auch da die Tür schon auf sein, eigentlich. Wenn das so wirklich so ist. Ja, tut mir leid, Leute, ich bin heute so ein kleines bisschen verrotzt. Ja, das ist jetzt das eindeutigste Zeichen, dass wir schon hier waren. Ich meinte, hier haben wir auch letztes Mal aufgehört, ne? Es tut mir leid, Freunde, aber wie gesagt, mit dem Speicher, das ist eine der wenigen Sachen, die ich hier nicht so optimal gelöst finde. Müssen wir jetzt durch. So, ja, eine Menge Munition, aber nicht die, die ich brauche. Ja, das hatten wir alle schon. Ja, an das Funkgerät erinnere ich mich nämlich. Gelootet. Ja, Déjà-vu, Déjà-vu. Okay, Leute, weiter geht's. Oh, mit dem Bunkern immer, ne? Leute, 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 Leute. Idee. Mach doch nicht so Müll mit Peru hier. Ja, da kommt der nächste Depp. Junge. Jetzt hatte ich gerade wirklich so einen Call of the Wild Hype. Ne, wenn so ein Stier oder Bulle auf dich zugesemmelt kommt, weißt du, das ist ungefähr genau dieses Gefühl gewesen, ne? Ach du Scheiße, ist das verschachtelt hier. Das knirscht und knattert hier so. Da ist doch bestimmt noch so Spinnenvolk unterwegs hier, oder? Nicht nur einer. Mist, ich würde jetzt gerne die Leiter hier hoch. Hätte ich wenigstens mal ein bisschen Überblick hier. Vor allen Dingen muss ich mal nachladen hier, verdammte Axt. Alter, wie viele Türen?
Ah, super, das Badezimmer habe ich schon mal gefunden. Läuft. Alles, was Sprengstoff hat und Munition, geht mit. Was ist das hier? Ein Computer? Na, nicht so ergiebig, wie ich jetzt gehofft hatte hier, ne? Ich höre doch schon noch. Ich höre noch eine Maschine. Mindestens einer. Da. Mistkrücke. Ja! Dumme Kuh. Habe ich schon mal gesagt, dass die mir auf den Sack gehen? Mann Gottes. Ja. Ist der jetzt mal gut hier. Schlimm, die Viecher. Schlimm, 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 schlimm. So. Mal kurz verarzten hier. Muss mir wieder durch mein Inventar wühlen hier. Junge, Junge, Junge. Eigentlich bin ich gar nicht so doof. Ich habe nur in die falsche Richtung gescrollt. Also doch doof. Leute, Leute, das ist nichts für meine schwachen Nerven hier. Sicherheitslicht-Set. Das klingt interessant. Bin ich hier? Moment. Er zeigt in diese Richtung. Aber wenn ich da bin, dann wieder woanders hin. Obwohl, die Tür hier haben wir noch nicht geöffnet. Mal sehen, welche Büchse der Pandora wir da aufmachen. Und die haben wir auch noch nicht, ne? Warte mal. Okay, hier kommen wir der Sache schon näher, glaube ich. Was haben wir denn hier? EP, lecker. Ein Kleidungsplan-Kit. Ist das die Zentrale? Ich mach mal hinter mir zu. Untersuche den Feldzugplan im Bunker Westler. Wo ist er denn? Also das ist creepy. Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden. Wo ist denn der Vogel? Ah, da steht er. Okay. Aber ich will vorher kurz was gucken hier. Kommando Bunker Wesslern. Okay. Kleidungsfertigungsstation. Recyclingstation. Das ist schon mal gut. Haben wir noch mehr Werkbänke? Warte mal. Nee, sieht nicht so aus. Ja gut, sprechen wir mal mit dem Vogel hier gleich. Und machen uns mal ein Bild von der Lorge. Der Pontus. Westlam Command is MIA. All we have is their war board. This is what the Swedish Army uses to plan our military operations and monitor the current situation. This war isn't over. You and me, we're going to pick up where the army left off. We'll find the recent hotspots and go there to push back the enemy. Sounds good. We'll keep exploring and hopefully we'll find some answers somewhere. Find our loved ones. And understand what those machines are. That's our only option anyway, right?
Ja. Was immer witzig ist, die schicken uns von einem Außenposten zum anderen, ne? I'd rather not go out there again, to be honest. Yes, I agree it's safer for you to stay put, Therese. I'm also staying here in order to hold Westland. We need a plan B in case we need to fall back or if we ever get contacted by allied forces. Also auf Deutsch gesagt, ihr wollt mich hier alleine lassen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz die Hauptmission, die wir jetzt hier haben. So, wo die Sonne untergeht, ist in der Scherengartenregion. Der Scherengarten ist mit dem übrigen Östertörn nur durch eine einzige Straße und eine schmale Landbrücke namens Ysutungan verbunden. Die Landbrücke war einer der letzten Orte, an denen die Menschen bis zuletzt Gegenwehr leisteten. Wochen nach der Katastrophe vom 10. November 1989 und dem erbitterten, aber äußerst kurzen Krieg zwischen den Maschinen und der schwedischen Armee. Wo geht's denn weiter hier? Doch noch besteht ein Funken Hoffnung. In dem verlorenen Außenposten auf Ysutungan, wenn ich das noch einmal lesen muss, werde ich wahnsinnig, findet sich ein erst kürzlich hinterlassener Hinweis auf ein großes Lager von Überlebenden. Die Nachricht stammt von einem gewissen Onkel Kalle. Gibt es noch immer versprengte Widerständler auf Östertörn? Onkel Galle, ist das der Gallmund? Ich weiß es nicht. So, Bausteine schaltet Basenbau und Basisangriffe frei. Ackerlandregion. Eine Gruppe Soldaten hatte eine Meldung an den Bunker Westland geschickt, weil es Anzeichen dafür gab, dass die Maschinen im Ackerland, was lese ich hier? Dass die Maschinen im Ackerland etwas bauten. Von Westland aus war ein Trupp entsandt worden, der mit den Soldaten zusammentreffen und mehr in Erfahrung bringen sollte. Der Trupp hätte sich eigentlich zurückmelden müssen, ist aber seitdem verschollen. Warte mal. Du solltest im Wachhaus nach Hinweisen darauf suchen, welchen Weg der Trupp aus Westland eingeschlagen hat. Wenn die Maschinen tatsächlich etwas bauen, muss sie jemand aufhalten, bevor es zu spät ist. So, da haben wir noch einen Hilferuf in Scherengartenregion. Laut Feldzugsplan versuchte während der ersten Tage der Katastrophe der Bunker Westland verzweifelt, mit einem nahegelegenen Militärstützpunkt Kontakt zu halten, der dem Plan zufolge einen Funkmast besitzt und deshalb als strategische Schlüsselposition unbedingt zu verteidigen war. Finde heraus, wo der Stützpunkt liegt und versuche über seinen Funkmast mit der Außenwelt in Kontakt zu treten oder einen Notruf abzusetzen. Das wäre eine mögliche nächste Option, weil erstmal ist relativ nah und Militärstützpunkt erhoffe ich mir natürlich, Ausrüstung natürlich auch. Aber gucken wir mal kurz weiter. Der erste Kontakt, Scherengartenregion auch, so kurz vor der Evakuation, heißt nicht Evakuierung, von Saltham, erhielt der Kommandobunker Westland einen Notruf von einer Zivilistin, die in der ferne Gewehrfeuer ungeklärten Ursprungs gehört hatte, was sehr gut der erste Zusammenstoß mit Maschinen im Scherengarten gewesen sein könnte. Die Armee schickte einen Aufklärungstrupp, der noch berichten konnte, einen feindlichen Sender ausgemacht zu haben, bevor der Kontakt abriss. Dein erstes Ziel ist es, dich zur letzten bekannten Position des Aufklärungstrupps zu begeben, um herauszufinden, woher der Notruf kam und was der Trupp über den Feind erfahren hatte. So Leute, durchhalten. Zwei haben wir noch. Eine andere Burg, Scherengartenregion, das Transkript einer Nachricht, die der nahegelegene Stützpunkt Saltholmen an den Kommandobunker Westland gesendet hat, verrät, dass die Zivilbevölkerung aus der Umgebung in Vorbereitung auf die Evakuation, was ist das für ein Wort, das heißt Evakuierung, größtenteils dorthin gebracht wurde. Zu dem Stützpunkt an der Westküste von Södra Saltholmen gehört anscheinend auch ein unterirdischer Bunkerkomplex, wieder mal. Dort können vielleicht weitere Antworten zu finden sein, was den Aufenthaltsort der Bewohner der Region angeht. Ja, super. Und Aufbau einer Freundschaft. Das hört sich gut an. Was ist das? Eine Seite eines Notizbuchs, die die Herstellung eines Runners theoretisch beschreibt. Ist es möglich, einen treuen Begleiter zu machen? Oh, das wäre natürlich interessant. Der Autor hat die Notiz in der Nähe des Bunkers Westland gelassen. Sollte jemand so mutig sein, seiner Idee zu folgen, finde heraus, ob die Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann. Das ist definitiv eine Sache, die wir auch noch in Angriff nehmen werden. Mich reizt aber jetzt ehrlich gesagt zuerst der Militärstützpunkt. Okay. So.
So, jetzt haben wir das Kommandobunker-Netzwerk freigeschaltet. Dankeschön. Und ich hoffe, der gute Pontus räumt hier mal ein bisschen die Bude auf. Sieht ja aus wie Rulle. Überall liegt Müll rum. So, bevor wir uns auf die Socken machen, schnell mal ganz kurz hier nochmal durch. Schauen hier. Ja, ganz tolle Wurst. Die Tür habt ihr echt praktisch konstruiert. Super Sache. Nee, nix. Okay. Leute, Leute, Leute. Jetzt laufe ich irgendwie ganz anders, aber das ist okay. Anders ist immer gut, anders heißt Neues. Allerdings auch neue Probleme unter Umständen. Schauen wir mal. Hier ist noch weiter hoch. Okay, hier haben wir die Energieversorgung. Ich hatte ja gehofft, hier noch was zu finden, aber na gut. Aber lieber einmal gucken, als zweimal sich ärgern, sage ich immer, ne? Alter, was ist das für ein Trümmerteil vom Bunker? Leute, ich brauche für das Ding einen Stadtplan. Ich finde es immer sehr spookig, wenn Türen von alleine vor mir aufgehen. Arzt ist nicht. Okay, Freunde. Schauen wir uns mal kurz um. Boah, hier kriegt man schon so ein bisschen Puls, ne? Wie immer eigentlich bei Generation Zero. Aber das mag ich auch an dem Spiel. Es ist wie so Call of the Wild of Speed, ne? Das ist so... Ich weiß, ist jetzt doof, ne? Formuliert, aber ist ja irgendwo so, ne? So, Aufbau einer Freundschaft, Hilferuf. Das ist dann direkt vor uns. Hoffe ich. Warte mal. Das hier ist der. Wo ist denn jetzt der Hilferuf? Der müsste direkt vor uns sein. Habe ich was an der Birne? Es hieß in der Nähe des Bunkers. So, im Südwesten ist einer. Naja, nur im Südwesten. Wo ist die andere Markierung? Das verstehe ich nicht. Da ist unser Bunker. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz das Log gucken. Höre dir den telefonischen Notruf im Bunker Westland an. Ach, wir müssen das im Bunker abhören. Ach, du ahnst es nicht. Ja, läuft. Supi. Ah, erstmal knacken wir hier wieder mal ein paar Schlösser. Oh, Militärhelm. Das nehmen wir mal alles mit. Sehr schön, sehr schön. So, wo sind wir denn hier gerade rausgehüpft? So, da sind wir gerade hergekommen.
würde doch meinen, hier raus. Da, was ist denn das da? Ach so, ich dachte schon. Wo ist denn jetzt die Tür? Ich bin doch hier eben gerade erst rausgelatscht. Oder weiter unten. Ach, Leute. Ja, da unten. Ja, tut mir leid, Freunde, ne? Wir kriegen heute ein bisschen Kilometergeld hier. Na, was soll's machen? Ne? Oh, den Kollegen wollen wir ja hier nicht vergessen. Zurückgelassenes Notizbuch. Ich habe den Kontakt mit dem Zug verloren. Meine Schlüsselkarte funktioniert nicht mehr, aber ich habe gesehen, wie die Maschinen die großen Tore betreten haben. Sie müssen also ihre eigenen Durchgangsbarcodes besitzen. Es sei denn, jemand von ihnen hat sie hereingelassen. Aber ich glaube, jetzt sind sowieso alle tot. Ich werde versuchen, den Marinestützpunkt in Saltholm zu erreichen. Ich werde dies hier zurücklassen für den Fall, dass ich es nicht schaffe. Naja. Weise Voraussicht, ne? Kann ich nur sagen. Weise Voraussicht. Und da ich keine offenen Türen mag... Ja, genau. Machen wir mal hier... So. Wo ist denn das Telefon für diesen dämlichen Telefonanruf? Unter mir natürlich, ne? Natürlich, klar. Selbstverständlich. Da war doch ein Haken. Ich hätte die vorher aktivieren sollen, die Mission, ne? Aber, naja. Es ist ein ständiger Lernprozess. So, jetzt müssten wir auf dem richtigen Level sein. Hier drüben müsste dann unser Raum sein, wo wir auch schon waren. Warte mal. Da, so. Jetzt hören wir uns mal an, was es hier gibt, ne? Lieutenant Dilemma, this is Veslan again. I have to use the phone since radio communication is down. Likely sabotaged by hostile agents in preparation for the main assault. The phone lines could be the next target, so I need to know the status of the tower at Saltholm Naval Base. Can you confirm that the tower... The Saltholm Base? That's west from here. Okay. Sounds like it has some kind of radio mast, and that it was sabotaged when this whole thing started. Yeah, it must have been part of the enemy strategy. All our radio comms went down on day two, and the phones, they were next. Afterwards, it was total radio silence. Then, if we can get rid of the cost for the interference, maybe we can use the long-range radios and call for help. Ja, also der Sendemast in Saltholmen wäre dann unser nächstes Ziel. Denke ich mal. Ja, heute ist die Labyrinth-Folge, ne? Das ist so. Was sollst du machen, ne? So. Ich hoffe, es ist jetzt das richtige Ziel markiert. Das war der Hilferuf, oder? Ja. Schön, schön. Dann machen wir uns mal auf die Sorgen hier. Es riecht ja auch schon wieder förmlich nach Ärger, ne? Was war das? Ich meinte eben, oder war das, gehörte das zur Musik? Das ist so fies, manchmal weißt du gar nicht, ob die Special Effects jetzt von der Maschine kommen oder was weiß ich. Einfach hier im Soundtrack, der ist ja auch so synthihaft. Das ist jetzt nicht weit weg, das sind 800 Meter, schieß mich tot. Wo wir gerade beim Thema sind, ich bin mal ganz gespannt, wer da auf uns wartet. Ich denke, es wird nicht die Kavallerie sein. So, Sichtkontakt haben wir schon mal.
Noch sehe ich nichts Auffälliges, aber das hat nichts zu bedeuten. Vielleicht sollten wir hier einen kleinen Umweg machen. Oder ist das sogar unser Ziel? Schauen wir mal. Da hinten sind Fahrzeuge, die sollten wir uns später nochmal zur Brust nehmen. Da hinten ist ein Polizeiwagen. Sieht auch irgendwie nach einem Stützpunkt oder ähnlichem aus, tatsächlich. Ich will nur sicher gehen, dass hier nichts rumturnt. Ja, das ist tatsächlich unser Ziel. Okay. Läuft. Checken wir mal ganz kurz vorher, was hier vor uns rumliegt. Oh oh. Bei den Kameraden sacken wir mal gleich alles ein, was wir kriegen können. Es kann nur von Vorteil sein. So. Noch irgendwo tote Leichen oder ähnliches. Ah, die größeren Kollegen waren hier auch unterwegs. Läuft. Wird schon wieder dunkel, machen wir schnell Licht an hier. Oh! Ja, ich glaube, wir können demnächst mal so eine kleine Modenschau hier veranstalten. Den Kollegen mal neu und zweckmäßiger vor allen Dingen einkleiden. Er stand hier im Krieg. Da müssen wir auch entsprechend ausgerüstet und gekleidet sein. Für alle Eventualitäten gerüstet. So, ich will aber kurz noch, bevor wir reingehen, die letzten Kollegen hier abchecken. Habe ich jetzt schon Munition für meine neue Wumme? Ne, immer noch nicht. Schiete. Aber für meine Pistole, ne? Ja, 104 Schuss. Läuft. So, den Kollegen hatte ich bearbeitet. Kann ich hier aufs Dach? Warte mal. Tatsache. Ist da was? Ne. Ah, da können wir uns nachher schöne Übersicht verschaffen. So, mal schnell die Tür hier hinter uns zumachen. Nicht, dass wir unerwünschten Besuch bekommen hier. Was haben wir denn da? Sheltering the evacuees in the base's underground hangars as per orders. That fax, I don't get it. Why did the army bring the civilians to Salt Holmen? It goes against protocol. But it sounds like they were really brought there, right? All this time. We've been desperate to find out why everybody vanished. If they're even alive. I think that maybe we'll find your grandma and grandpa, your friends and everyone else in there. Whatever happened, we're really close now. Oh, hier war noch jemand. Also Leute, so lange kann das nicht her sein, ne? Der ist noch nicht lange tot, der Kollege. Wenn die Kerze noch brennt. Junge, Junge, Junge. Was haben wir da? Was ist das für eine Waffe? Naja, gut. Wenn wir sie nicht brauchen können, können wir sie immer noch verwerten. Ach, das ist eine 12G Pumpgun. Ja gut, die ist jetzt nicht so mein Favorite, aber im Zweifelsfall können wir sie verwerten. Na, also das ist jetzt nicht schlimm. Alles hilft. Junge, Junge, hier haben wir ein Lager mehr oder weniger gefunden. Das ist gut. 9 mm Vollmantel. Ja, Leute! Läuft hier. Mine. Sprengstoff. Sag mal, das ist ja hier. Was haben wir hier? Das Mäuser Jagdgewehr. Das habe ich im selben Zustand bereits. Und eigentlich würde ich ja lieber jetzt demnächst mal die andere Waffe nutzen. Naja.
ist auch nichts drin, oder? Für Papas Sohn. Nee. Hm. Leute, ist kribbelig heute, ne? Ist wieder kribbelig heute. Also auf jeden Fall kann ich demnächst mal so eine kleine An- und Umbau-Session an den Waffen veranstalten. Wir haben schönes Zubehör gefunden. Schalldämpfer, Zielfernrohre von sehr guter Qualität. Ich glaube sogar legendärer Qualität. Natürlich, das werden wir ausnutzen. Wir müssen uns jeden Vorteil verschaffen, den wir kriegen können. Okay. Hallo Jungs! Das war kurz und knackig. Fast schon ein bisschen zu einfach. Niederschrift einer militärischen Übertragung. Die letzten bekannten Versorgungskonvoi wird vermisst. Die letzten bekannten Koordinaten sind auf der Straße nach Meska. Okay. Wieder eine neue Nebenmission. Leute, Missionsmöglichkeiten haben wir hier mehr als genug. Ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin soll vor lauter Aufträgen. Wichtiger wäre mir jetzt ein Speicherpunkt irgendwie mal. So. Eine MP haben wir jetzt noch. Nachgerüstet, aufgerüstet, wie auch immer. So, bei den Pappkameraden sollte man natürlich auf jeden Fall reinschauen, weil die haben ja noch ihre Waffen an sich, meistens jedenfalls. Oh, schon wieder Corona? Hier hortet jemand Toilettpapier. Ich weiß, nicht witzig. Ist kein Eingang hier, ne? Nee. Können wir in den Truck hier reinschauen? Ach, der hat gar nichts drauf. Ah, super. Oh, noch ein Toter. Leute, was ist denn hier los? Ja, Freunde. Die Basis werden wir uns das nächste Mal angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow oder gerne ein leckeres Abo da. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bevor ich den hier abgeknallt habe. Moment. Massive signal jamming and get the radios working again. So, den wollte ich euch noch mitgeben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.